An der Goldgrube, so heißt die Mainzer Adresse des Pharmaunternehmens BioNTech. Und das kann man wörtlich nehmen. Im abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro hingelegt. Kann das so weitergehen? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver. Ich grüße Sie auch, Herr Koch. Ja, das Ergebnis ist ja phänomenal. BioNTech und Pfizer haben schon über 100 Millionen Impfdosen in 100 Länder geliefert. Aber kann das auch wirklich noch so weitergehen? Ist da Luft nach oben? Naja, wenn man auf die fundamentalen Daten schaut, da kann man nur wow sagen. Das hört man ja sonst nur aus Amerika von den Hightech-Konzernen. Eine Umsatzrendite im Augenblick von 80% zum Vergleich. Amazon, der Überflieger im amerikanischen Hightech-Sektor, hat eine Umsatzrendite von knapp 7%. Ein massiver Gewinnswing nach oben. Und Sie sprachen es an, 100 Millionen Dosen. Da ist noch viel mehr drin, weil ja auch Afrika und sicherlich Asien noch durchgeimpft werden muss. Das Potenzial ist sicherlich da. Aber auch das muss sehr klar natürlich festgestellt werden. Wir wissen natürlich gerade in der Biochemie-Sparte nie, was noch kommen wird. Ist die Konkurrenz zu groß oder sagt man irgendwann, sell on good news, jetzt reicht es das Ganze? Also das müsste abgewartet werden. Etwas mehr Volatilität würde der Aktie sowieso gut tun. Die Bewertung liegt jetzt bei 100 Milliarden Dollar. Das ist doppelt so viel wie beim größten deutschen Pharmakonzern Bayer. Ist das denn gerechtfertigt? Bis vor ein paar Jahren kannte ja noch niemand BioNTech und jetzt ist man so weit vorne. Nun gut, wir haben Corona vor einem Jahr noch nicht so gehabt, beziehungsweise nicht in puncto der Impfmaßnahmen. Und Sie haben Bayer angesprochen, da könnte man auch sagen, du prüfe, wer sich ewig bindet, ob man sich noch mal etwas Besseres findet. Man hat ja gerade auch mit Monsanto jetzt einen Partner, der offensichtlich Geld kostet, was man ja fast jeden Tag aus Amerika hört. Das hat natürlich dann eine Firma wie BioNTech nicht, die einfach nur sagt, wir produzieren Impfstoffe und verdienen damit Geld. Klassisches, wunderbares Geschäftsmodell. Das macht auch dann Spaß. Also das heißt, BioNTech ist mit den ganzen Problemen ja nicht konfrontiert. Und Sie haben die Bewertung angesprochen. Ein KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis von im Augenblick, ich sag mal 27, das ist jetzt nicht so teuer, dass man sagen müsste, um Gottes Willen, Hände weg von BioNTech, wie damals im neuen Magen-Dotcom-Blase, wo die Bewertungen dramatisch waren, wo kein Geschäftsmodell vorhanden ist. Es ist jetzt da. Wichtig natürlich auch, dass das Geschäftsmodell weiterhin trägt, denn wisst ihr, die Konkurrenz schläft nicht. BioNTech könnte ja theoretisch auch im DAX gelistet sein. Man hatte sich aber beim Börsengang für die US-Technologiebörse Nasdaq entschieden. Ist das richtig fürs Unternehmen gewesen, aber schade für den deutschen Markt? Ja, man kann beide Fragen mit Ja beantworten. Es ist durch deutlich mehr sexy in Amerika gelistet, sondern in Nasdaq, weil da die Aufmerksamkeit viel größer ist als leider in Deutschland. Das muss man ja auch immer wieder da Richtung Berlin sagen. Wenn man nichts für den Wirtschaftsstandort und Finanzstandort tut, auch punkto Aktienkultur, dann darf man sich eben nicht wundern. Oder man kann auch eine Metapher gebrauchen. Ein Schauspieler, eine Schauspielerin wird natürlich viel lieber in Hollywood antreten als bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Wobei ich jetzt nichts gegen diese Veranstaltung sagen muss, ich bin von klein an immer ein großer Karl-May-Fan gewesen. Kann BioNTech denn diese Stellung behalten? Es kommen ja noch ein paar andere Hersteller auf den Markt mit Impfstoffen und man forscht ja auch weiter mit dieser Technologie, die man hat, zum Beispiel im Bereich Malaria. Also muss man sich auch weitere Felder suchen, um in der Zukunft so weit oben mitspielen zu können? Man muss durch generell Fragezeichen setzen, klar. Asien, Afrika muss da durchgeimpft werden, da wäre noch Potenzial. Aber da gibt es ja auch zum Beispiel eine Firma wie Moderna oder vielleicht in Zukunft auch andere Firmen, die das Präparat gegen Corona auch noch anbieten können mit, oder beziehungsweise es noch entwickeln. Das ist ja durchaus machbar. Und wichtig ist natürlich auch, kann es sein, dass die Politik, sollte es noch mal dramatisch werden mit Covid-19, mit dem Coronavirus, mit der Delta-Variante, darauf pochen, dass man zumindest dann in den Schwellenländern die Patentrechte zumindest teilweise aufgibt, damit schneller produziert und geimpft werden kann. Das wäre natürlich ein Risiko. Die Politik hat da sicherlich das Sagen am Ende. Und dann geht es natürlich auch darum, man hat ja nur ein Produkt im Augenblick, das wirklich ein Blockbuster ist. Aber Sie sagen es natürlich, wenn man in puncto Malaria und Krebsforschung auch sehr weit ist,
dann ist das natürlich eine Vision, die durchaus sehr attraktiv ist. Überlegt man mal einfach nur, man würde ein Mittel gegen Krebs finden, eine Impfung gegen Krebs, die wäre mindestens so Bedeutung wie, ich sag mal, vor knapp 100 Jahren die Erfindung des Penicillins durch Alexander Fleming. Das wäre dann sicherlich toll und dabei BioNTech viel zu billig. Aber das wissen wir eben nicht. Das müssen wir eben abwarten, wie es weiterentwickelt. Aber dass man gut aufgestellt ist, das darf man aus deutscher Sicht durchaus mal sagen. Da kann man auch stolz sein, sagen, sowas bringen wir auch zustande, wenn man sich bemüht. Politik, sage ich es nochmal, müsste noch mehr hier die Rahmendaten setzen. Aber von daher, im Augenblick muss man sich da keine großen Sorgen um BioNTech machen. Und für Anleger jetzt nochmal die Klarheit, sind Impfstoffhersteller noch interessant oder ist da nicht mehr so viel Luft nach oben? Man sollte differenzieren. Ich würde dann kaufen, wenn es im Sinne von Sell on Good News einen massiven Kurseinbruch gibt. Das haben wir durchaus schon bei den Hightech-Werten gesehen. Die sind auch schon mal abgestürzt, aber dann wieder mit der Phönix aus der Asche gekommen. Und ich würde dann sicherlich verkaufen, wenn die Dynamik so dramatisch ist, dass man auch mal sagen muss, ich nehme mal Gewinne mit. Das ist auch mal ganz schön. Und da könnte man auch sagen, und den Rest, den man dann noch hat, den kann man mit einem schönen Stop-Loss dann versehen, wo man sagt, der ist auch sehr konsequent, ich gehe raus, wenn der dann erreicht werden ist. Also, man muss also quasi über Bande spielen, beide Dinge sehen, Kauf- und Verkaufsstrategien haben, aber im Augenblick, das darf man nochmal sagen, ist BioNTech gut aufgestellt, aber trotzdem gerade in der Biochemie-Pharma- und Biotech-Pharma-Branche, das haben wir ja auch in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, gibt es immer Fragezeichen und Risiken. Aber noch einmal, ich sage es gerne aus deutscher Sicht, im Augenblick, ja, muss man nur die Hand aufhalten, man hat so etwas wie die Lizenz zum Gelddrucken. Dennoch, sagst du auch hier nochmal sehr kritisch, die Zukunft ist immer ungewiss und bei Biochemie sowieso. Nachdem der DAX jetzt wochenlang eher seitwärts gelaufen ist, hat er jetzt dann doch wieder in dieser Woche ein neues Rekordhoch erzielt. Die 16.000 sind ja zum Greifen nah. Geht es jetzt dann doch wieder weiter nach oben? Das ist machbar, aber wenn es jetzt nicht klappt, wird es dann im Herbst passieren, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass das Bundestagswahlergebnis in die eine oder andere Richtung ein Event darstellen wird, um die Aktien wieder nach unten zu drücken. Das wäre, ich sage es offen, grün, rot, rot oder nach oben, das wäre schwarz-gelb. Das ist, wie ich finde, nicht abzusehen. Entscheidend ist natürlich auch, was macht die Delta-Variante? Ist das wie in England dann nur nach dem Motto, okay, wir haben mehr Infizierte, aber die schwerwiegenden Fälle, wenn dann doch nicht so stark ansteigen, das wäre natürlich dann sehr positiv, dann könnte man einen Lockdown wie in der Vergangenheit verhindern. Das wäre wichtig, dass die Zykliker, die ja auch im DAX sehr stark vertreten sind, ganz nach oben bringen. Und im Herbst, das darf man auch nochmal sagen, wird der DAX ja inflationiert. Er bekommt ja dann 10 weitere Werte aus dem MDAX quasi in die Pralinschachtel des DAX dann reingedrückt. Das ist ja in der Tat das Beispiel, was Pralinschachtel. Eine Pralinschachtel mit 40 Pralinen ist natürlich dann auswahlträchtiger und attraktiver, als wenn es nur 30 Werte gibt. Also um den DAX braucht man sich keine Sorgen zu machen. Im Herbst bis Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich auch mehrere neue Allzeithochs sehen. Sagt Robert Halver von der Baader Bank, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich danke Ihnen für diese Einordnungen. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.